Hallo, hier ist Ronja und wir bauen heute das Thema Fliegen. Hey, ho, ich weiß hier nicht. Ist Flo. Hi, hier ist die Ronja. Hier ist die Tobias. So doof. Okay, fliegen. Das ist doof. Hier ist die Ronja. Wir sind jetzt im Einzelmodus, das heißt, wir sind allein. Oh nein! Ich bin nicht gut im Alleine sein. Okay, Flugzeug, Engel oder. Ich baue ein Flugzeug. Ich habe schon Dips aus Flugzeug. Okay, es wird ein schönes Flugzeug, okay? Nur, dass ihr es wisst. Ich baue ein hässliches Flugzeug. Das ist so als Kontrast. Das ist nicht schön. Guter Teammate bist du. Ich wünsche, Tops wäre so ein guter Teammate wie du. Ey, ich bin ein guter Teammate. Bist du das? Ja, ich bin immer nett. Ich bin lieb und nett. Ich trete Leute. Manchmal baust du nichts, sondern stellst nur viele Schilder hin. Hey, das war das eine Mal, was völlig berechtigt, Ronja. Also, ich bitte dich, ne? Also, manchmal kommt Tops einfach hier rein im Channel und schreit einfach irgendwelche random das Wörter. Das stimmt! Einmal habe ich aufgenommen. Da war er die ganze Zeit so, hallo! Das musste alles rauskarten am Ende. Nein, woher sollte ich denn wissen, dass ihr irgendwie am Aufnehmen seid? Ihr wart ruhig für die Zeit lang. Ja, weil wir einen Monolog zugehört haben. Das kann ich doch nicht wissen! Ihr seid überdrückt. Du hast nicht aufgehört zu reden. Ja, ihr habt doch nichts gesagt. Ja. Weißt du? Ich sag mir so, ja, okay. Ja. Ich sag nur, also so war's. Ist ja nicht schlimm. War nur so. Ja. Ist mir nur aufgefallen. Ich finde am Pro-Modus ist gut, dass man so viel Zeit hat. Ich habe nämlich sonst. Aber eigentlich hat man nicht so viel. Ich glaube, man hat nur 2 Minuten mehr Zeit. Aber das reicht. Das sind die 2 Minuten, auf die es ankommt. Okay. Aha. Mhm. Ja, Ronja, wenn du das meinst. Ja, das meine ich. Meinst du wenn das nicht? Wenn die Ronja das glücklich macht. Ja. Macht dich das nicht glücklich? Tops, wie stehst du eigentlich zu Pizza mit Ananas? Ja, ich mag ich. Wirklich? Ist so schlimm? Ja, was ist daran so schlimm? Ich hab die auch. Ich mag das auch. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich hab's nie gegessen, aber ich hör's auch nur die ganze Zeit von anderen. Das war meine Lieblingspizza früher. Hab ich dir eh erzählt, Flo. Meine Lieblingspizza ist jetzt die 32A. Ich habe gesagt, Pizza Hawaii war meine Lieblingspizza, dann bin ich Vegetarier geworden und dann war die weg. Und dann war ich enttäuscht und traurig. Das war blöd. Okay, Seitdem ist alles anders. Ja. Das will ich auch hoffen. Alles klar. Nein, ich muss sagen, mein fliegendes Ding ist hier mein, ja. Okay, meins sieht irgendwie. Ich dachte erst, das hinten wäre gut. Hab mich jetzt aber anders entschieden. Es ist irgendwie schon nicht so gut. Aber vielleicht wird's noch, wenn man einfach über die Menge geht irgendwann. Einfach nicht den Glauben verlieren. Einfach nicht den Glauben verlieren, richtig, richtig. Es ist wichtig, dass man da weiter am Ball bleibt. Okay. Motiviert ist und sagt, hey. Vielleicht wird's noch was, wahrscheinlich nicht, aber 6 Minuten habe ich noch. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Okay. Wie läuft's bei dir? Ich bin super, danke. Schön. Tops, erzähl uns was aus deinem Leben. Ja, bitte. Hi. Also ich kann aus meinem Leben erzählen. Hi. Tobias. Ja, weißt du nicht, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Was soll ich denn großartig erzählen? Vielleicht was Interessantes. Ja, das wäre schon ein Anfang. Oder? Fände ich schön. Ja, was Interessantes. Würde ich gerne hören. Wieso? Wieso nicht? Ach, Tobs, komm! Ja, was denn? Hey, warte mal, warum funktioniert das nicht? Du musst auch nicht gleich schreien, immer. Nein. Du bist ein Schreier. Was? Ja. Schreist du etwa gern? Würde ich schon sagen, oder? Die Erfahrung habe ich jedenfalls jetzt gemacht, so in den vergangenen... Okay, damit wir ein richtiges Thema haben. Wenn ihr eine Superkraft hättet, was wäre die? Was würdet ihr euch wünschen? Weil wir schon bei Fliegen sind gerade hier. Weil wir schon bei Fliegen sind. Ich weiß nicht, ich fand Fliegen tatsächlich immer ganz gut, so als Kind, wenn ich darüber nachgedacht habe. Alter, ich habe neulich geträumt, dass ich fliege. Das ehrlich? Ich habe das richtig gespürt, Alter, das wie ich dann einfach... Crazy. Das richtig... Das Lustige ist, ich Fliegen wäre cool. Das. Also, oh ja. Aber ich glaube... Ich würde am liebsten die Zeit anhalten können. Falls das mit drin ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu krass. Zeit anhalten können, fände ich gut. Oder sowas. Telekinese wäre das absolut. Telekinese. Die Telekinese wäre wirklich gut. Das soll so abgerundet sein. Das wird nichts. Ja, Telekinese wäre. Also, nee, keine Ahnung. Telekinese wäre komisch. Ich glaube, Fliegen war das Geilste. Ja?
meinst du? Was würdest du, woher würdest du hinfliegen? Würdest du einfach immer sagen, oh ja, ich würde mal rumfliegen. Wie schnell kannst du fliegen? Boah, sehr schnell. Sehr schnell. Es wäre halt einfach super praktisch. Könnt ihr einfach, brauche ich keine Flugkosten mehr? Ja, das stimmt, das stimmt. Dann kannst du einfach immer irgendwo hingehen. Ja, aber wenn du dich unsichtbar machen kannst, hast du es eigentlich auch. Du kannst einfach in Flugzeuge einsteigen. Ja, dann das stimmt, aber nicht. Dann hast du keine Sitzplatzreservierung. Ja, dann trittst du einfach. Ich stell mir vor, wenn du unsichtbar bist, kannst du relativ einfach stuck werden, oder? Ja, wenn dich jemand einsperrt irgendwo. Halt aufpassen, dass das nicht passiert. Meinst du? Es geht einfach. Ja, ja. Früher oder später wird es wahrscheinlich passieren. Dasselbe mit unsterblich. Wenn du in irgendein Loch fällst und irgendwo nicht mehr rauskommst, dann bist du trotzdem unsterblich. Ja, was machst du dann? Aber ich meine, irgendwie sieht man jetzt aus wie ein Delfin in der Luft. Bin ich ganz ehrlich. Ich meine. Ich bin richtig froh, dass ich gerade so viel Zeit habe. Irgendwie kommt man doch schon wieder raus, oder? Also, man ist ja nicht für seinen Rest des Lebens stuck, oder? Ja, aber stell dir mal vor, du bist unsterblich, okay? Ja. Was passiert, wenn du damals, weil du unsterblich bist, als Hexe anerkannt wirst? Und die binden dir den Anker an dein Bein und versenken dich im Ozean. Was machst du? Das ist natürlich ärgerlich. Ist nicht irgendwie. Das wäre sehr ärgerlich. Das Bein durchsehen. Wie denn? Mit was denn? Denn wenn deine Arme vielleicht noch gebunden sind, gefesselt? Keine Ahnung, aber irgendwann kommst du ja immer raus, weißt du? Naja, also. Das ist ja die Frage, ne? Kommt man wirklich immer raus? Ja, das wäre schon blöd. Aber. Okay, kommt drauf an, wenn du jetzt unsterblich wärst, wär's ja safe, oder? Also. Ja, das wäre ja, nice. Ja, ich glaube, das wäre. Vor allen Dingen, steht sich da schon mal vor, wie einfach man dann Geld verdienen könnte, weißt du? So, du kannst ja einfach generell Anlagen irgendwo machen und dann, ja, weiß ich nicht, ne? So. Ja, genau. Ja, weißt denn? So. Wenn man damals unsterblich ist und das klug angestellt hat, könnte man bestimmt heute jetzt so ja, richtig. Ja, klar, aber damals wurdest du ja verbrannt als Hexe. Ja, aber wie willst du dir bei jemandem beweisen, dass er unsterblich ist? Ne, das kannst du nicht beweisen. Aber weißt du, wenn du es jemand rausfindest, du musst es ja schon geheim halten, weil sonst die ganzen Forscherleute an dir rumforschen wollen. Es geht ja nicht. Stimmt, wirklich? Ich glaube, das wäre nicht so nice, oder? Ja, keine Ahnung. So in der Theorie. Da gab es bestimmt ein paar gute Bücher dazu. Meinst du? Ja, locker. Ich mein's nicht symmetrisch. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Meins ist nie symmetrisch. Und dann gehst du einfach nochmal durch, okay? Flo, das hilft mir nicht. Dann gehst halt noch zweites Mal durch. Nein, hör auf. Ich meine, man kann es auch gern dreimal durchgehen. Florian. Ja, Florian, wie geht's eigentlich deiner Schildkröte? Hat die sich... Hat sich wieder gemeldet bei dir? Ja, letzte Woche. Ist ja schön. Ja, die hat gesagt, die war nur auf dem Familientrip, jetzt ist sie wieder da. Achso. Ja, das ist so. Die wollte nach Familie Hause ist wichtig. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Wirklich? Ja, jetzt ist es symmetrisch, oder? Ha. Nein, es ist immer noch nicht symmetrisch. Was mache ich denn da? So. Ich muss aber sagen, meines ist auch nicht symmetrisch. Doch, es ist bestimmt. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Denn es ist bestimmt symmetrisch. Nö, ich bin gerade literally auch rum. Nein, hasse mich gerade selber. Oh, okay. Das. Oh je. Nein, das macht keinen Sinn. Ich hab den Fehler gefunden. Diesmal wirklich. Okay, ich muss noch richtig viele Wolken einbauen. Ja. Oder? Ja. Wunderschön. Ein Bild von einem Flugzeug. Okay. Mach so ein Pixelart von einem Flugzeug. Ja. Nein. So. Das ist ein Flugzeug. Das ist sehr schön. Ich bin sehr glücklich. Ist es echt ein schönes Flugzeug? Nein. Es ist erkennbar als Flugzeug, das muss reichen. Ich hoffe, die Leute wissen, was eine Elytra ist hier. Das wissen die bestimmt. Okay, oh Mist, echt? Mein Flugzeug braucht Räder. Ich habe überhaupt gar keinen Hintergrund, ich habe nur das blöde Flugzeug. Oh nein. Das stimmt, den Hintergrund nicht auswählen. Ich habe gar nichts. Ich habe wirklich gar nichts. Okay, wir machen jetzt das. Sieht ein bisschen Terminal-mäßig aus. Dann brauche ich Köpfe. Das ist schwarz. Das sind Räder. In der Theorie, jedenfalls. Oh, ich baue jetzt noch ganz schön Partikel. Vanya, hast du denn auch schon Banner gemacht für die Augen? Mhm, klar, die habe ich schon gemacht. Ja. Ja, die sind mir am wichtigsten gewesen, die Banner. Wieso kann ich das nicht bauen? Kann man den nicht nach unten bauen? Kann man keine Köpfe nach unten bauen? Das ist recht witzig gemacht, eigentlich. Oh nein. Bitte, lass dich bauen! Bitte! Oh nein. Das ist überhaupt nicht gut. Ich finde das witzig eigentlich. Okay.
Ey, meins ist richtig geil, eigentlich. Okay, nur, das ist ein Engel. Aber der schwebt, der fliegt nicht. Aber das ist ein... Ich sag, das ist okay. Das ist der Himmel. Guck, das sind Wolken. Das ist schön. Ist es deins? Nein, ich habe ein Flugzeug gebaut. Ja, ich gebe ihm okay, Ach stimmt, das ist ja... Stimmt, du siehst ja gar nicht, wer es gebaut hat. Ja, jetzt weiß man nicht. Ja, ja, das ist das Ding. Nee, das hat Akram99 YouTube gebaut. Hätte ich gebaut. Das gewusst, ne? Okay, was steht auf dem Schild? Was? Oh, Leute, der hat so einen Ding, so einen Indoor. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich weiß auch nicht, was es sein soll. Ich glaube, das ist so ein Indoor, weißt du schon? Ja, Flug... da ist ein Hühnchen auf dem Dings. Ja, ich bin Kacker trotzdem. Das ist also für die Zeit, die wir haben. So ein Flugraum. Und für die Zeit ist es halt auch richtig schlecht. Irgendwie. Okay, der hat mich wirklich nicht überzeugt. Naja. Wenn du das siehst, denkst du ja auch nicht ans Thema Fliegen. Der fliegt tatsächlich. Wow, Alter. Wer hat das denn gebaut? Irgendwie Flo ist erkennt man immer dran, dass Flo diesen weirden Mund eingibt. Ja. Aber ich würde auch so einen Mund machen, aber das irgendwie klappt das bei mir nicht. Weiß nicht, ich hab das irgendwie klappt das bei mir. Ehrlich? Er hat sich richtig Mühe gegeben. Ah, er hat sich richtig Mühe gegeben. Schon gut geworden. Meinst du gewinnst das? Ich glaube schon. Find, der sollte gewinnen. Weil den finde ich eigentlich schon noch ein bisschen besser. Als was du gebaut hast. Bekommen. Weil der Kopf ist vorne platt und der ganze Körper ist platt, aber der Kopf geht noch so viel weiter nach hinten. Ja, stimmt. Oh, der ist nicht gut. Der ist echt nicht gut. Vielleicht steht sogar noch ein Schild. Was steht da? Legendary Bliss. Ja. Ist nicht drin. Leider nicht. Nee. Hätte er vielleicht... Was ist das? Okay. Das ist von Tops. Das ist meins. Er fliegt und dann fällt er runter. Und dann ist er gegen den Stein geflogen. Nein, der ist runter. Guck mal, er springt gerade. Okay, weißt du was? Ich gebe ihm okay. Ich gebe auch ein okay. Das ist was anderes als diese ganzen Dings. Das ist was anderes. Doch, er fliegt hin. Er fliegt halt nicht wirklich. Er fällt halt hin, aber das ist eher Falling, ja, oder? Flying. Vielleicht hat er versucht zu fliegen und es hat nicht geklappt. Aber ich glaube, das haben die nicht verstanden. Oh je. Okay. Ash Ketchum. Nee, was ist denn das? Ja, das ist ein Jetpack, was der aufhat. Ach lol! Okay, ja, trotzdem. Aber es ist irgendwie schwer zu erkennen. Ich gebe okay. Irgendwie guckt der andere in beide Richtungen. Dann sieht er hinten die Nase. Das stimmt. Warum? Ich verstehe den anderen einfach nicht. Muss ich sagen. Keine ich verstehe den Jetpack-Guy, aber... Don't know. Es ist dunkel. Oh, ist so eine fliegende Insel? Ja. Doch, ja, guck mal. Komm, das ist nicht schlecht. Schau, der hat so Slaps eingebaut mit den Bäumen. Das ist so ein Möchtegern-Bauteam-Typ. Meinst du, ist das das typische, ich bin ein Möchtegern-Bau... Weißt du was, ich geb dem gut. Den Möchtegern-Bauteam-Typ. Ja, ich hab auch okay gegeben. Ja? Ah, ist doch schön. Okay. Der ist... Guck mal, das ist ein Vogel. Das macht wenigstens Sinn. Oh, der sieht gut aus. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht, dass man ja auch Vögel machen kann. Der sieht echt gut aus. Ich muss dem gut geben. Ich geb dem sogar ein Epic. Weil der ist wirklich gut. Ja, ja. Das Gesicht. Okay, auch so mit den Flügeln und... Es sieht wirklich vogelig aus, das Gesicht. Auch der Schnabel. Schon gut gemacht. Miss Lucy. Mrs. Lucy, bitte. Okay. Der Weihnachtsmann. Ja, das sieht eigentlich nicht ganz schlecht. Der Weihnachtsmann hat irgendwie... Das sieht aus, als ob der so einen Rüssel hat. Wenn du so dahin fliegst. Ich meine, ich weiß, das ist ja, der Bart. Ja, ich würde ihm gut geben, oder? Ich gebe ihm gut. Es sind richtig Rentiere und Riesengeweihe und... Doch. Gut. Was haben wir noch? Warum Stein? Hätte da auch eher so... Hier, Terrakotta hätte ich da genommen. Ja, oder irgendwas anderes, aber... Was zur Hölle? Ist schon okay. Was ist das? Heißluftballon vielleicht? Nee. Ich weiß nicht, was das sein soll. Können das die Laternen sein? Es gibt doch so japanische Laternen, oder? Aber... Also, ich weiß nicht, was es ist, deswegen gebe ich super Kacke. Ich auch. Ah, es gibt einfach mehr Mega. Es ist, ich meine, er hat die ganzen Partikel und sowas im Sinne von, hey, wir fliegen, aber irgendwie so richtig fliegend oder nicht? Ich habe bei meinem Flugzeug Partikel vergessen. Das wäre richtig gut geworden, wenn ich die hinten noch so dran gemacht hätte. Nee, das ist mein Flugzeug. Wow. Ich würde sagen, also wenn Ronja das gebaut hätte, dann. Ja, dann hätte ich auch. Dann hätte ich langsam Angst gehabt. Wäre ich den gekickt. Ja. Okay, ja, ich meine, man kann reingehen, aber ist es wirklich was Besseres als ein Kacker? Ich denke nicht, oder? Ein Kacker ist schon drin. Super Kacker wäre zu gemein. Ja, ein Super Kacker wäre blöd, aber Kacker würde ich sagen, ist schon eine faire Wertung. Voll, das fliegt halt nicht mal. Das ist deins? Ja, ist meins. Ey, die Köpfe sind ein guter Touch. Achso, das sind nur die Reifen. Das sind die Reifen. Drei Räder einfach. Ja, die haben drei. Flugzeuge haben drei Räder. Eins vorne und zwei hinten.
Oder halt so kleine vorne und dann zwei hinten, aber halt immer diese Rädersätze. Aber... Ja? Es ist halt nicht schön, man kann nicht rein, aber ehrlich. Ja. Ey, ich glaube, Legendary ist schon drin. Was Schiebung hier. Da. Okay, der hat nämlich ein richtiges Flugzeug gebaut. Warum kommt das direkt nach meinem? Das ist doch unfair. Das ist legit... Guck mal. Nee, er hat noch Glas unten dran, das geht mal gar nicht. Er hat vergessen, sein Glas wegzubauen. Oh nein. Da fliegt's gar nicht, da fliegt's gar nicht. Es ist auf dem Boden. Es ist ja ein Modell nur von einem Flugzeug. Ja. Ich meine, es ist schon besser als meins, ne? Warum habe ich denn meins aus Grau gebaut und nicht aus Weiß? Was war denn da mein Gedanke? Ja, weil deines dann mehr Luftwiderstand hat. Ich gewinne? Doch. Du hast gewonnen? Was? Ich bin Fünfter? Ich bin Zehnter? Wie hast du gewonnen? Ich weiß es nicht. Ist super simpel wahrscheinlich deswegen. Ja, man erkennt wenigstens, es ist ein Flugzeug. Tja. Tja. Okay. Na gut, dann war es aber auch mit dieser Folge. Masterbuilders, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Und genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.